Jetzt ist es. Oh Mann, meine Uhr ist voll mit Wasser. Ich kotze voll ab. Meine Uhr ist voll mit Wasser. Ich kotze voll ab. Sie ist nicht mehr Wasser. Ich kotze voll ab. Die muss ich wohl mal austrocknen. Scheiße. Decke kann ich aufmachen. Und einen neuen Gummi rein. Ups. Ja, so sieht das aus. Das sind die Probleme, die ich morgens dann habe. So. Jetzt ist es 10 nach. Gleich fahre ich mit meiner Tochter los in die Schule. 10 nach 7. 10 nach. Blicken. Mann, ist natürlich 10 nach 7. Verstrahlt, Domi, oder was? So, das ist mir mal lieber, dass das schon ein bisschen später ist, als es wirklich ist. Totale Macke von mir, Uhren immer so zu stellen, dass sie falsch gehen. So komme ich aber nicht zu spät. Das ist das Schöne. So, jetzt hol ich meine Tochter und dann geht's los. Okay. Guten Morgen. Jetzt sind wir vollständig zur Schule fahren. Ja. Danach muss ich Bauhaus. Bauhaus? Bauhaus. Welches Bauhaus? Bauhaus, Bauhaus. Ja, das ist Bauhaus. Bauhaus, Bauhaus. Und danach muss ich zur Arbeit und dazwischendurch muss ich das Fenster verspachteln und oh Mensch, zu viel machen. Hoffentlich kommt Thorsten heute, dann kann er mich kurz vertreten. Aber genau. Kommst du klar mit dem Anschnallen? Mädel, Mensch. Na also, das kommt da an. Anschnallen ist wichtig, deswegen vergesse ich das immer nicht. Hey. Hey, du hast mich reingelegt. Herr Roboter macht es immer so, er fährt erst los und dann in Fahren schnallt er sich an. Ja, genau so mag ich das eigentlich auch immer. Aber es darf man nicht. Der Herr Roboter. Und Herr Petter. Ein Stückchen weiter nach hinten. Na gut. Zum Bauhaus dann auf dem Rückweg. Mal gucken. Ja. Uli, Uli. Quer über den Parkplatz. So, da bin ich. Jetzt brauche ich Spachtel. Holzspachtel. Schau mal. Tja, ging schnell.
wo man sich anstellt. So. Gut, ich hab die Spachtel. Jetzt geht's ab nach Hause. Von gestern noch der Auftrag. Ich mache schnell fertig. Ich komm hoch, ich bin gerade oben schon Stuhl, Tisch. Carsten war nur noch nicht so aktiv mit dem Aufbau beschäftigt. So, das haben wir erledigt. Das war der erste Auftrag für heute. Und auch der letzte. Nee, der war hoffentlich nicht. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Einer oben den Ofen abreißen. Oder anfangen, den Ofen abzureißen. Oder ein bisschen Schutt rauszubringen. Ich schau mal, was ich machen kann. Also bis später. Jo! Rücklicht ist abgefallen, hat jemand abgebrochen. Ist nämlich seitlich rausgebrochen hier. Da. Oh. Draußen werden Bäume geschnitten und gehäckselt. Mike, go ahead.
bezüglich meiner Lautstärke. Das ist ja furchtbar. Ich würde testen mal, wenn es noch gut ist. Geht mal so. Ja, ich hab nichts zum Testen, toll. Sichtprobe okay. Dafür machst du auch viel hier. Mach's ja nur für die Kinder. Wenn du eigentlich bräuchtest, würdest du es vielleicht gar nicht machen, weißt du? Nee, dann wäre ich auch mit so einer Einraumwohnung völlig zufrieden. Aber wenn ich mal oben drinlegen, ich würde mir die Wohnung schön machen. Oder? Das ist ja keine Frage. Macht man ja, man lebt ja da drin. Ja, klar. Ich verstehe auch die Leute nicht, die davor drin gelebt haben, sozusagen, und immer gesagt haben, ist ja nur so, ich lebe jetzt hier seit 5 Jahren, was soll ich denn hier investieren? Verstehe ich auch nicht. Wenn ich 5 Jahre im Dreck lebe, habe ich keinen Bock. Wenn ich dir sage, dass ich das nächste Jahr ausziehen muss, dann mag ich nicht so was. Aber wenn ich eine Wohnung miete, mit der Absicht, da eigentlich zu wohnen? Genau. Denn natürlich. Na, auch auf 5 Jahre. Selbst wenn du sagst, na, ich bin nur 5 Jahre drin, da investiert man ja trotzdem mal ein paar Euro oder so. Ich meine, ich hatte schon lange den scheiß Kamin da rausgehen. Hattest du die Erlaubnis schon? Ich habe schon lange rausgeruckt, als ich eingezogen bin. Und hätte mir da einen schönen Kamin drin gebaut. Natürlich auch. Ist ja eine einfache Sache. Die kosten ja auch kein Geld mehr heutzutage. Ja. 200 Euro oder kriegst du einen zulässigen Kamin? Wenn du den selber baust. Ja, bezahlst du vielleicht 250 mit der Entsorgung von
Ohne Scheiß, früher war das so, da Container gemietet und dann bist du in Hobbyarten auf die Kippe gefahren, hast den Bauschutt abgekippt und dann hat er gesagt 20 Euro. Ja, natürlich. Die Zeit ist vorbei. Hello. Ja, aber so containerweise. Ja, ja klar, aber weiß ich, was es da für neue Verordnungen vielleicht gibt. Was das, vielleicht müssen wir. Also, ja, auch, anscheinend wie sie auch von nicht. Die Stimme kenne ich. Ja. Hey, Herr Wasser. Und wie ist es? Was ist? Hast du eine Scheibe bekommen? Hast du bestellt? Hey, ich habe eine halbe Stunde mit Jolli. Wieso das? Wolltest du dich kennenlernen? Ich weiß es doch nicht. Ja, so eine dünne Mädel haben wir ja. Ich sage, der Scheibe vorne darf nicht passieren. Sag einfach nur von hinten Glas drauf, sag ich, und das Glas dann befestigen. Da haben wir so eine Folie rum. Ja, sie schneidet mir jetzt nur das Glas zurecht und den Rest muss ich alleine machen. Ja. Wenn ich Scheibe bestellt, hat gesagt, da ich auf Thomas Müller gemacht habe. Ja. Hat gesagt, oh, dann kommst du bei uns hier. Wann ist sie fertig? Jetzt wahrscheinlich schon. Nee, die Jungs, also ich kann ab 15 Uhr kommen. Weil die wollen Außendienst Auftrag haben. Ich schätze mal, musst du gegen drei. Drei, okay, da muss ich gegen drei. Zwei kleine Bronzen für dich. Zwei kleine Bronzen für mich? Na, na, zeig mal her, Olaf. Ja, genau. Wo willst du denn hin? Ja. Olaf ist dein Tarnname. Ja. Muss das jetzt schon tarnen, ne? Wird gesucht. Ja, Mann. Inkognito? Ja. Was dran da? Wohin denn? Hier. Hier ist genau die richtige Verkaufsbeleuchtung. Ah, ich sehe, I see. Wir müssen aufpassen, die ist los. Ja, mach mal Licht an. Licht an. Verkaufsbeleuchtung, sieht's aus. Müssen wir hier irgendwelche Schokobronzen andrehen? Ja, das ist auch eine Schokobronze. Ja. Schokobronze. Jetzt verhandeln wir erstmal um die Bienen und dann verhandeln wir um die andere. Naja, wollte ich gerade sagen hier. Ah, das sind hier also diese besagten Ausgrabungen. Das ist genau Ausgrabungen. Ah, hier, ist da noch Asche drin. Ja, ja kleine Kuft. Ja, wenn ein Kind Piss hier oder was? Nee, ein Mädchen. Und das finde ich auch schön, das ist auch mal ein Mädchen, das ist kein Junge. Wieso ein Mädchen? Was ist denn das? Da ist ein Puller dran. Hey, ist das ein Mädchen oder ein Junge? Nee, nee, lass mich mal verbessern, bitte. Ist ein Junge. Obwohl die Frisur war. Er ist. Kann ich nicht. Sein. Tag. Ja, was klar? Ja. Geht's. Gut. Und selbst? Muschelkalk. Jo, 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 jo. Es lebt noch. Naja. Ist wer oben? Es ist wer oben, ja. Muss aber mit Schluss, ne? Muss er mich aber auch gleich wiederbringen. Ja, klar. Also wirklich jetzt gleich, nicht immer wieder hier 10 Minuten oder so ein Scheiß. Ja. Also das begeistert mich jetzt nicht so. Ja, hier. Den kennen wir doch schon mal, wa? F-Preis. Verhandlungspreis oder was? Man nennt ihn auch Ferdinand. Da wirklich kleine Bronzen, ja. Ferdinand. Jetzt mach doch mal. Ach, der Arm fehlt. Scheiße. Abgebrochen. Kommt eventuell noch, aber. Oh, na, die Geschichten kennen wir ja von dir. Ja, nein, nee, weil der Bruch sieht ja frisch aus. Ich hab gesagt, ist ein Bausatz oder was? Nee, um Gottes Willen, ey. Wenn er kommt, dann kommt er, wenn ich komme. Hast du als Bausatz gekauft? Nee, ist einfach mein. Ja, schon, aber. Ist einer mit der bekanntesten überhaupt, Ferdinand Preis. Da die Wege so von. Wisst ihr, die gibt ja Elfenbeinschnitzer, wenn ich kann, man so einen Arm vielleicht auch nacharbeiten. Oh, das nee. Ist ja, das ist ja jetzt nicht der Arm. Das ist so ihm doch, das ist doch dem Typen passiert da. Ja, er kommt ja eventuell. Ach, der Scheiße, Arm. Der Arm kommt nie, ey. Und selbst wenn er kommt, ist halt trotzdem, das mindert den Wert so extrem. Ach, ist das eine Scheiße, ey. Was, wieder Ali oder was? Ja. Ali bricht die Dinger mal auseinander oder wie? Das macht er doch mit Absicht, das ist doch scheiße. Wieso können die denn? Die machen das 30 Jahre lang schon,
Mindestens. Und können so, seitdem nicht. Der war so eingewickelt. Und können ja, wickeln nicht in so ein scheiß Tuch ein. Der will Chef nochmal sagen nachher, der soll mal in der Wohnung nochmal kicken, ob der Arm da ist. Ja, der wird ja natürlich in der Wohnung, liegt der doch auf dem Boden so repräsentativ irgendwo. Ja. Wo jetzt gerade Möbel rüberrutschen und ein Klavier rübergeholt. Was soll ich denn sagen? Ja, Besitzer dieser wunderschönen. Ja, aber du hast es ja vorher nicht besessen. Du besitzt ja armlos das Ding. Das ist ja beschissen. Hätte ich das vorher irgendwie. Ey, das hat mich so angekotzt. Ja, der ist ja wirklich frisch, der Bruch. Ja, das ist ja gerade passiert. Der sieht frisch aus, der Bruch. Ja. Ja, das interessiert mich, das ist hier nichts. Ja. Was soll das sein? Bronze. Ja. Das ist Männchen Piss oder was hier? Ja, das ist Männchen Piss. Ja, dann muss ich jetzt mal abwarten, ob der Arm noch Becken kommt, oder? Ja, trotzdem ist halt. Selbst wenn der Arm wieder ansetzen, ist halt immer nur restaurierte. Ja, halt finde ich trotzdem interessant. Ja. Ein interessanter. Die ist ja im Normalfall, ist sie richtig teuer, die Hose. Wenn sie unversehrt ist. Da gibt es noch ein Mädchen zu, das Mädchen, das ja. Hat ach, der will schon wieder alles, das ist ja furchtbar. Unversehrt ist das schön. Der kettet jetzt einfach nur aus dem Bauch heraus. Nein, pass auf, ich war mir sicher. Der will schon wieder alles. Nein, pass auf, ich bin nur Ferdinand Preis gekommen. Wer googelt denn hier nein, wieder hier, alles? Dann habe ich hier hinten dieses Monogramm gesehen. Das ja, das ist der Gießerstempel. Ja, genau, und deswegen, und dann habe ich Ferdinand, und da habe ich die Fieber abgebildet, und da habe ich gesehen. Aber der Gießerstempel ist aber, also was ist denn, auch nur, oder was? Ja, und dann habe ich das bei Google vergrößert und dann mal auf dem Sockel die Signatur und dann habe ich die hier auch gesehen. Die hatte ich vorher ja nicht gesehen, die Signatur. Ah, ich kann über die Leute googeln und googelt selber gleich alles. Natürlich. Das ist ja furchtbar. Ja, ja. Ah, ja, gut. So was wie mit der anderen Bronze passiert mir nicht normal. Kannst du immer drauf, da kannst du immer sicher sein. Ach, hart. Ja, er macht auf jeden Fall Druck jetzt. Er hat es doch gar nicht geschneit, der Ali, dass der Bronze und Elfenbein ist. Und er wollte jetzt Chef nochmal Druck machen. Ah, hat er nur noch für 20 Euro gekauft. Das gibt's doch ja, Ali. Ein bisschen mehr eigentlich schon mit. Wisst ihr, was das Allerbeste ist? Markus sitzt vor der Tür und quatscht Ali nur an zu. Statt sag mal irgendwie fragt, Ali, hast du was neu? Mal hinten am Schreibtisch, wisst ihr, da lag ja das ganze neue Zeug. Ali hat mir gesagt, Mensch, Ali, ich hab ein bisschen was aussortiert. Willst du mal hinten? Steht alles auf dem Tisch. Ich sag, ja, ist so schade. Das ist auf dem Sack. Ja. Markus, der Mr. Google, schlechthin. Ja, und der sitzt draußen, wo, na, das ist gut, dass Backer gerade nicht da ist. Backer hätte nämlich schon wieder gegoogelt. Das ist, der hätte die Signatur gefunden, der hätte gegoogelt und hätte auch den Preis gefunden. Ja. Was werden die gehandelt? Jetzt kannst du dir sagen, ist ja offen. Nein, die sind in der Auktion. Ich habe jetzt nur ein Artnet, habe ich jetzt nur was gefunden und da sind die... angesetzt mit? Angesetzt mit, ja, das Pärchen. 5x1000, 7000. Also Schätzwert, 5,5 bis. Ja, das Pärchen. Das Pärchen. Dollar. Dollar. Wird ja mal schlechter. Nein, das Mädchen ist praktisch auch so und hat dann so einen Hula-Hoop-Reifen. Ja, aber ja, oder halt unversehrt. Das ist das Problem. Ist, ja, ja, macht das nicht so schlecht. Ja, das ist doch nicht so schlecht. Ihr arbeitet beide zusammen. Du bist doch, wie es ist. Guter Bulle, böser Bulle. Und daher wieder die Hand aufhalten hier. Aber du bist doch, wie es ist. Dreamteam ist wieder zusammen. Ja. Restauriert, selbst wenn es gut restauriert ist, kriegst du nicht mehr die Hälfte dafür, was normalerweise. Ja, auf jetzt, hör auf zu meckern. Also, ich geb dir einen Honey. Naja, wisst ihr aber. Ja, das wisst ihr erst, wenn ich ihn dir gegeben hab. Nee. Mit Arm! Ja. Mit Armin! 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 Mit Armin dran! Mit Arnim dran! Arnims Arm! Nehmen wir den! Den wickeln wir da ran! Ja, genau. Zu Ali habe ich gesagt, mich stört das nicht. Zu Ali habe ich gesagt, pass auf. Ja, der Arm geht, sagt er. Ich sage, pass auf, sag ich, zur Not mache ich dann einfach eine Barbie-Propaganda. Ja, genau. Hier, die besonders hübschen. Ja. Ja, das ist leider nicht hier. So ein Andenken-Ding. Das ist meine Kimpiss. Ja. Wieso? Ja, einfach nur so. Einfach nur so. Das ist Kunst. Preis! Der Preis ist heiß. Ja, das war ja wieder sehr erfolgreich ins Klo gegriffen. Gibt's ja gar nicht. Ja, schon der nächste oben. Manfred auch.
Ach, hier ist ja nicht mehr drin, ey. Nicht zu essen. Ich habe nicht zu essen. Ja, mehr. Ich habe mich gewundert, dass so lange bei dir keine Arbeitsgeräusche aus dem Büro draußen sind. Was denn? Hast du denn was Frisches? Jetzt sitzen wir gegen den Punkt im Büro. Was für ein Mädchen? Sag du mal. Hat er gerade eingepackt. Jetzt macht er Verkaufsveranstaltung die zweite. Das ist so wie Tupperparty, er macht so Antikpartys. Er kommt dann mal zu dir nach Hause und verkauft Sachen. Hast du was? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie spät das ist. Was denn? Zeig doch mal! Die Schlange der Schande. Oh. Einen kurzen Moment Zeit. Die haben schon mal mit zum Markt gehabt. Bei 2 Euro oh, waren sie weg. Das sind 5 Dinger, die 10 Euro. Hallo? Das sind gute Socken. Socken? Keine, ja, die sind. Okay. Sind mir zu klein. Ja, das sind die größten, die es gibt. Nee, ich hab tatsächlich 45 bis 48. Die ziehen sich, aber guck mal, wie lang die sind. Auf große Füße oder was? Ja, ich hab 48 2 Drittel. Also ich brauch sogar 49. André hatte mir, glaube ich, auch schon abgenommen. 2 Euro, 10 Euro, 15 Fahren. Andi, brauchst du Socken? Nee. Nee, weil lass doch auf jetzt hier. Na, wieso denn nicht? Brauch ich andere Sachen oder Socken? Nein. Ja, dann sein können. Lass mal sein. Nein. Ist eine Zahnarzt eingezogen? Sonja ist Eierbicher. Sind das die Originalen? Heute voll. Nö. Dann nimmst du mal alle ab. Visco. Jetzt mehr so, weil ich nicht gedacht habe. Weil sie alt ist, ja. Das ist kleine KPM. Schön schlicht. KPM? Ja. Aber mehr Teile waren alle. Das ist das Jagdschloss Berlin-Grunewald. Sammelteller? Ja. Aber das geht an, ja. Die Zeit ist vorbei. Naja, der Andre, der nimmt die so. Ja, natürlich. Das war ein Taler, klar. Aber die Zeit muss ich hier dafür bekommen, was vorbei. Das stimmt, die haben ja mal richtig Geld gekostet. Ja, Und da steht so ein ganz großer zum Ausziehen und da sind 6 Stühle sogar dran und mit Sitzbank. Da haben sie auch so viel solche Sachen dran. So ein alter? Oder was neu? Was? Nee, also alles. Also nicht antik. Okay. Ah, okay. Ja, okay. Das ist zu empfindlich. Das kannst du mit Kindern nicht machen. Nee. Kannst du gleich vergeben. Das ist ja nicht für dich, das ist ja diese Rabe. Ja. Stimmt, da ist ja eine Angie-Kiste, oder? Ja, genau, so sieht's aus. Angie 100 Liter. Oh. Die Kinder leider trinken. Die Kinder ein bisschen drin mal. Das ist irgendwie so kann der Schule. Lernen nochmal wieder. Welche Uhr? Wird die Armee zur DDR? Ja, sieht aus wie DDR, ja, ist die DDR. Lernen. Die MP-Karte haben vielleicht. Nee, das irgendwann, ja. Auch keine Ahnung. Irgendwo. Bin das ja so fertig. Okay, mit Kinderliederbuch. Ja, das war dann. Zack. Ja, ich hab ja nur ein paar
kein Winkel, da ist schon Spaß. Kriegt man dann noch ein paar Reiz. Ja, das nehme ich. Ja. Das ist nicht braun? Das ist Holz. Holz. Aber gut gearbeitet, ne? Das geht mit dem. Küchenmesser nehme ich gemacht. Oh, schön, ne? Check mal. Mit Jagdmotiven? Nee. Achso, mit. Geht so. T-Untersetzer auch gut. Ich nehme da mir einmal. Aber die ist in Ordnung, ne? Ja. Die ist in Ordnung. Die Teller waren auch in Ordnung. Und die Kaffee eben. Die war so ein bisschen größer. Ja, das aber alles finde ich gut. Ich habe ja, schon eine größere ich davon. Ich mag das Schlichte immer. Weil die manchmal so kleine. Ja, ist ja eine klassische Form. Warum ja die Nase nehmen? Die andere, die war ein bisschen unten angestoßen. Ja, die war ja schön, die war auch ein 30er Jahr, die große, ne? Von mir meint ihr jetzt, oder was? Nee, die haben wir schon länger. Also, aber von die haben wir auch noch hier eine. Ja, ja, die eine, die war ja schön, die war auch, also, keine Ahnung. Was sind denn die Socken? 2 Euro kosten die Dinger, das Original, die sind, kosten 7 Euro. Original noch, 5 Stück, 5 Paar, 5 Paar. Ich nehme mal 3 mit, hier, da ich noch eine Tasche. Ach, guck mal! 2 Euro aber. Voll die Sockenparty. Warte doch, ich bin da, ja. Nee, ich sag mal kurz. Bin ja schon am Fahren, ja. Da kannst du alle haben. 10 Euro. Nee, die Socken, wer soll die Socken anziehen? Ja, du musst ab und zu wechseln. Ach nee, nicht immer warten, bis sie auseinanderfallen. Ich warte, bis sie auseinanderfallen. Nee, das ist auch eine Größe, so, die man variieren kann. Also, wenn jetzt noch größer, kann man richtig ziehen, die sind schön elastisch. Davon hast du ein paar Eier, die hat, glaube ich, 10 oder 15 Paar eingepackt. So. Ja. Weiter. Nee, da gehe ich die Tage irgendwann mal. Ich habe noch irgendwas anderes auf dem Kopf, was noch drin liegen. 50 Euro. Also ein 10er. Ja, damit. Der macht Geld am frühen Morgen. Das ist ein Handel, was? Vor 50 auf 10 Euro. Das ist ein Typ, sag ich. Und dann steht morgen so, ich liebe Geld. Seid ihr mal hübsch, ich liebe Geld. 10 Euro kann ich sagen. Ich liebe Geld nicht, liebe Antiquitäten. Ich gehe jetzt wieder meine Kemenate. Kemenate? Ja, aber nett mit euch. Mit Renate? Ja, ohne Renate. Ja, überleg dir mal was. Ohne Arm. Der kommt sowieso nicht. Gebrüder Seller. Kennen wir. Aua. Ja, jetzt mach keine Dinger hier. Beinahe aus. Ja. Die grüne Seller, das war eine gute Qualität, haben wir gemacht. Gut, okay. Das wäre ja noch, das wär noch nicht versaut, das Messer. Nee, geht noch. Nö. Aber es wackelt nicht so. Ne? Das war das einzige Lachfeld. Wisst ihr, wenn sie angemeldet hat, wie den Hinterhof Trödel macht, der Junge, der Ecke, der Trödler. Wenn ich das gewusst hätte, der Junge, da hätte ich bei ihm kein Plakat angeklebt. Weil seine Preise, der war total ähnlich. Der betreibt doch jetzt die Leute. Was, welches Plakat hast du angeklebt? Das mit der Beschwerde? Nein, das hat er mir gerade gezeigt. Da kicke ich mir nachher an, da ich gedacht, nee, das bei ihm an der Auslage. Ist er da? Ja, der macht gerade auf. Der regt sich ja richtig auf, wird richtig zum Krieg hier, wa? Was ist denn das für eine Beschwerde? Da wegen seiner, ja, keine 10 Minuten. Was war los? Malis. Viertelstunde weg. Danke. Und danke dir. Zu weit. Der hat da immer Musik an, seine Düdel da, das Radio hat er doch, permanent ist das, hängt das Radio da bei ihm vorm Laden und irgend so ein Kacksender und düdelt die Nachbarn voll. Da hat sich einer beschwert und dass er den ganzen Bürgersteig vollstellt mit Möbeln. Dass keiner mehr durchkommt. Da hat sich Marlies auch schon aufgeregt, hat gemeint, Mann, man kommt da hier ja nicht durch. Aber dann muss man um die Ecke der Düdel gleich hier. Achso, ja.
Ordnungsamt hat das nicht wissen. Ja, Ordnungsamt hat ich da gelesen, im Internet, Ruprechtstraße 46, macht auch einer mit beim Hofdrödel. Da habe ich da jetzt, jetzt die Woche Plakat hingeklebt. Da habe ich mir überlegt, so ein Haufen ist nicht der Typ jetzt hier, der hier mitmacht. Das ist jetzt am Samstag, ne? Sonntag. Ja. Die Baustelle auch schon abgeholt, ja? Ich gebe dir nochmal die Internetadresse und denke, da ist ganz genau eine Liste drin. Da sind alle Häuser aufgeführt. Ist das hier ein Fernseher oder was? Samsung? Ja. Ganz schlimm ist Kreuzberg und Friedrichshain. Also Friedrichshain so mindestens. Na, das ist ja hier ein Handel, ey. KPM-Vase und ein Messer für einen Zehner. Ist okay. Da kann man einkaufen. Ich bin immer zu billig. Ist das ein altes Zeichen hier von 90 bis 24? Oder das danach? Das, ja? Das war neu. Hm? 50er Jahre, 60er. Bauen Sie ja bis heute das Ding. Das sieht aus wie geschmiedet richtig hier, weißt du? Ja, das ist ein schönes. Komm mal, also Messer zu Manne. Vom Manne. Zwei Teile vom Manne. Das ziehe ich mal rein. Jetzt simuliert er wieder Arbeitsgeräusche. Ja, leise arbeiten. Ey, nee, warte auf Tonband aufgenommen, die Arbeitsgeräusche. Das ist er, muss wieder, er muss wieder auf Play drücken. Schnarchmann. Schnarchmann. Guck mal, Arnie. Wie viel Meter hast du schon verlegt? Meter? Jetzt aber rangeklotzt. Weißt du, er rollt sich immer über den Boden, damit er dreckig ist, oder was denn jetzt los? Jetzt geht aber los. Mein Keller ist gerade die Wandstraße. Ja, aber ich kann dir da nicht helfen. Ja, du nicht, nur ausleihen. Ich gebe dir was auch dafür. Ja, was gibst du dafür? 10er. Das ist aber mehr wert als 10 Euro. Hm? Das ist aber mehr wert als 10 Euro. Gib sie doch zurück. Wann gibst du mir denn zurück? In 20 Minuten. Ich bin mit Auto da. Mit 20 Minuten? Du bist mit Auto da? Ja, ich bin mit Auto da. Okay. Und das geht auf, ja? Muss ich meine Fingerabdrücke vorher abmachen? Nee. Ist das noch dein Laden eigentlich? Natürlich ist mein Laden. Mach keine Dummheiten damit. Nein. Jetzt bist du weg. Ohne einen Zehner da zu lassen, das will ich mal festhalten. Wo ist dein Auto? Der läuft zu Fuß. Das ist so ein Schwachsinn. Oh Mann, sind die alle durch. Geld. Also, die Scheibe plus Kit. Kit. Fensterkit. Ich muss hier auch einkitten. Marlies, hast du jetzt Geld? Nee. Ich hab kein Geld mehr hier. Ich hab das eigentlich Anime mit ihm. Was hast du Anime gegeben? 25 Euro. Frag bitte nach, bevor du das bezahlst, ob das nicht schon bezahlt ist. Ja. Hat der Kollege das schon bezahlt, sagst du? Weil Arnim hat das bestellt und ich habe Arnim eigentlich Geld mitgegeben. Sonst muss ich Arnim 25 Euro berechnen, weil er das gemacht hat. Ja? Jetzt bitte zurück. Alles klar. Ach, warte mal, hier. Gib mir mal zwei Fünfer, nimm die Zehner lieber mit. Oh, Fünfer. Gut, na so haben wir das. Fertig. So einfach sieht das aus. Ja, so viel zu klären in der Zwischenzeit. Ist unglaublich. Schon das nächste Problem an die Laufen. So, auf alle Fälle. Das ist aber eine klebrige Angelegenheit. Ja. Ist es das? Haftet nicht so geil, wa? Hätte mir etwa noch mit Bremsen reingeben, dran gehen müssen. Bremsen reingeben, aber bestimmt nicht. Hi. Hallo. Machst du die Pumpe benutzen? Klar. Ah. Okay, nee. Muss man schnell machen, bei Kit? Muss man schnell machen, wenn man zwei Jobs hat. Kann ich es doch weitermachen, oder? Vorkitten ist das, ne? Auf einmal vorgekittet.
nachkitten oder? Da wird die Scheibe hochgelegt erstmal und dann wird das zugekittet. Okay. Vorkitten, damit sie nicht klappert, die Scheibe. Mhm. Weil ansonsten, wenn es drin ist, dann wenn's drin ist, fängt es an zu klappern, eventuell. Ja, das kannst du machen, wenn du willst. Loyal fühlt, ne? Oder, ja, und jetzt die Praxis halt, wie gesagt, da will ich sogar Weihnachtsgeld kriegen. Und die zahlen nach Tarif und dann denke ich mal, machen sie auch Urlaub nach Tarif, ne, was ich ja jetzt auch nicht habe. Okay. Das ist jetzt schon bessere Konditionen. Irgendwie, ne? Der Fahrweg ist nicht so weit. Ja. Ich denke auch, dann besser, dann denke ich mir, Papa, irgendwann fängt das ja doch wieder an mit den Spätdiensten. Und eigentlich wollte ich ja nicht mehr so viel Papa, mit anderen machen. Hatte ich ja also so schon vorher keine Lust mehr gemacht, aber ich war immer noch bequem und ich glaube, dass ich das wieder danach weiß. Und jetzt war ich keine Qual, aber... So, ich häng's mal rum ein, dann ist es okay. Genau. Nee. Soll ich mal nehmen? Ja. Ja, ich hab auch schon gesagt, ich bin gleich wieder draußen, ja? Ich muss auch mal. Ich bin gleich wieder da. Naja, sieht aus wie neu. Ach, ist es ja. Warte. Hallo. In Zeitraffer denn später? Ihr hört ja alles dazu. Kannst du jetzt, wie gesagt, hier so ein Waschbecken? Mhm. Ja, was soll.
Jo, das ist jetzt gerade mal vorgezogen. Mit deinen Stiefeln. Die Ecke denn zwar nicht mehr so holzig aus, aber. Mit den Holzfarben gestrichen oder so. Schauen wir mal. Man muss es ja irgendwie auch füttern. Dann sind wir mit der Wohnung erstmal durch für heute. Scheiben kann die und morgen nochmal putzen. Sieht sehr gut aus. So, Bestandsaufnahme bis jetzt. Der Andi kommt und reißt das raus, das raus, das raus, Fußboden raus, das hier alles raus. Das lagert dann Keller ein. Macht der Andi. Ab. Fliesen ab, ab. Das macht der Andi. Abriss Andi. Und den Ofen. Der kommt auch weg. Dann wird der Karsten schon Dosen gesetzt, fleißig. Gesetzt und verkabelt. Alles alle gemacht. Dosen sind da. Und da auch. Und da. Und dort. Und hier. Und da. Auch diese Kackleitung ist unter Putz hier, diese. Wofür braucht man sowas eigentlich? Fernsehen. Genau, für Fernsehen. Das ist jetzt auch unter Putz gelegt. Ich brauche sowas ja nicht. Vielleicht für Internet irgendwann mal. Müssen wir schauen. Ja, bitte? Ja. Das kann nur er. So, geht aus dem Weg. Ne? Das an die Seite. Nicht immer einfach hinschmeißen. Das sieht ja auch furchtbar aus. Katastrophe. Nimmst du mit? Nehme ich mit. Nimmst du mit? Brauche ich noch Schlüssel. Oh. Oh. Ich kann ja auch raus, bitte. Ja, kann ich machen. Ja, aber ein bisschen da. Das ist ein anderer Kitz. Na? Oh, Ich mach keine Panik. Erwischt. So schlimm ist der Tommy ja nicht. Solange ich keine Sprühdose in der Hand habe, und die Dinger ansprüht. Das ist jetzt hier für hier unten. Und oben? Ja, dann nicht. Ah. Das sind die drei Kanten hier, ja? Umgekehrt.
arbeiten. Muss er mit dem Buch arbeiten lernen wahrscheinlich, oder? Ja. Naja, das wollte er jetzt auch machen. Ist ja alles. Und ist ja schön, wenn er, you know, wenn er helfen kann, ist das doch gut. Das hat man ja früher auch gemacht in der Familie. Ja, das ist richtig. So gehört sich das heutzutage. Die kleine Wohnung weitermachen. Bei euch? Hallo. Nee. Was gibt's da zu tun? Was können wir einreißen? Hast 2 Wochen Zeit. Ja, wechsel. Du bist ja höher. Na. Es weiß noch nicht genau, was das ist. Genau. NS. Der läuft hier rum. Ja, ja, der ist schon öfter hier. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Heute war nicht viel los im Fahrradsalon. Das scheint ja im Moment Standard zu sein. Dass nicht viel los ist, wa? Hier? Es ist nicht viel los im Fahrradsalon. Habe ich gerade gesagt. Fahrradsalon, Fahrradsalon. Fahrradsalon. Fahrrad! Jo. Jo, ist nicht viel los. Heute nicht viel los? Heute war nicht viel los. Aber ich habe ja viel zu tun, ja, trotzdem. Ja, bleibt nicht aus. Genau. Also, ich verabscheue mich jetzt erstmal hier. Draußen müssen die ganzen Fahrräder angeschlossen werden. Das macht mein Sohn. Ja, 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 ja. Der ist genauso bekloppt wie ich. Ja, von wem er das wohl hat? Von seiner Mutter, richtig geraten. Genau, ey, Tommy ist ja. Man lernt ja nur. Na, warte mal. Also, bis morgen. Bis dann, ciao.